Liebe Klostergartengemeinde, den äußeren und den inneren Frieden finden. Und auch ich merke, wie der Krieg in der Ukraine mich in innerliche Unruhe versetzt. Die Bilder aus der Ukraine von der Zerstörung, von den Toten, Verletzten, von den Menschen auf der Flucht sind kaum auszuhalten. Ich trauere um die Menschen, die das alles erleiden müssen, aber ich frage mich auch, was bedeutet das eigentlich für uns? Wie sieht wohl die Zukunft meiner Kinder aus? Wie kann ich glauben an einen barmherzigen Gott im Angesicht dieses Schreckens? Und ich habe gemerkt, wie ich in diesen unruhigen Zeiten ganz besonders das Osterfest, die Osterbotschaft mit ihren Feierlichkeiten in mich eingesogen habe. Das will ich kurz erzählen. Gründonnerstag musste ich kurzfristig einspringen für 3 Andachten im Altenheim in Stelle. Da dachte ich, na, das kriege ich auch noch irgendwie hin und bin da so ein bisschen grummelig hingefahren. Und schon nach der ersten war ich ganz erfüllt und habe gemerkt, ich bekomme viel mehr wieder, als ich dort gegeben habe. Es hat mich sehr berührt, wie dort die dementen Bewohnerinnen und Bewohner einfach mitgesungen haben bei den klassischen Karfreitag- und Osterliedern, wie sie die Gebete mitsprechen konnten, auch wenn sie nicht wussten, welcher Tag heute ist. Abends dann habe ich mit der Steller Kirchengemeinde gemeinsam Abendmahl gefeiert an diesem Abend vom Gründonnerstag, wo es auch um Leid, um Furcht geht. Es hat mich dort berührt, dass alle Gottesdienstbesucherinnen und Besucher wirklich zum Abendmahl gegangen sind, um Gemeinschaft miteinander und mit Gott zu haben. Ostersonntag bin ich geweckt worden durch Glockengeläut morgens um 6 und da wusste ich, in der Nachbarkirche St. Marien ist die Liturgie so weit, dass vom Osterlicht gesungen und erzählt wird. Ich selbst habe dann Gottesdienst in Drenhausen gefeiert. Ich durfte Emma dort taufen zum Ostersonntag. Ganz feierlich wurde am Anfang des Gottesdienstes die neue Osterkerze in die kleine Kirche getragen. Christus, Licht der Welt. Und dieses Licht haben wir gleich weitergegeben. Emmas Taufkerze wurde an der neuen Osterkerze entzündet. Gottes Licht scheint in der Finsternis, davon erzählt Ostern. Und am Ostermontagnachmittag ermutigte uns Pastorin Mund in Pattensen in ihrer Aufstellungspredigt: Fürchtet euch nicht. Wie es den Frauen am Grab gesagt wurde, so wird es uns gesagt: Fürchtet euch nicht. Mir hat das Osterfest mit diesen Begegnungen gut getan. Es hat mir wieder ein wenig meinen inneren Frieden zurückgegeben. Diese Gewissheit, dass Gott uns trägt, auch an den Karfreitagen dieser Welt. Diese Gewissheit gibt mir Kraft. Und diese Kraft brauchen wir. Diese Kraft brauchen wir in dieser Zeit. Wir haben uns auch als Kirche so einiges vorgenommen. Wir haben uns vorgenommen, zumindest die Folgen von den Kriegen dieser Welt bei uns ein bisschen abzumildern. Wir haben uns getroffen in der Kirchenkreissynode am Donnerstagabend. Und einstimmig haben wir dort beschlossen, mit Menschen aus allen Gemeinden des Kirchenkreises, dass wir weit über 200.000 Euro zurücklegen, um sie in die Arbeit mit Geflüchteten zu investieren. Weil es jetzt dran ist, sich zu kümmern um die Geflüchteten aus aller Welt und ganz aktuell um die Geflüchteten aus der Ukraine. In vielen Gemeinden sind Menschen jetzt schon unterwegs, bieten Dinge an, schon seit Jahren für die Geflüchteten aus aller Welt, sind da für Behördengänge, für die Jobsuche und vieles mehr. Und auch jetzt für die Schutzsuchenden aus der Ukraine bieten Kirchengemeinden Unterstützung an. Sie probieren aus, wie das ist, einfach die Gemeindehäuser zu öffnen, für ein paar Stunden ein bisschen Raum zu geben für die, die geflohen sind. Die Treffen werden möglich gemacht. In St. Jakobus hier in Winsen und auch in Test bewohnen schon Familien in den Gemeindehäusern. Und viele, viele Menschen öffnen zurzeit ihre Herzen und Häuser.
und es wird noch eine große Kraftanstrengung vor uns liegen. Da hilft es mir und hoffentlich auch euch, zu wissen, dass Gott da ist, im Leben, im Leiden, im Sterben und sogar durch den Tod hindurch. Diese Gewissheit schenkt mir inneren Frieden und gibt mir Kraft für das Leben. Amen.